Urwälder der Erde. Wenn man das Wort Urwald hört, dann denkt man vor allem an den tropischen Regenwald im Amazonasgebiet mit den exotischen Tieren und Pflanzen. Doch Urwälder gibt es überall auf der Welt, im Amazonasgebiet ebenso wie in Russland, in Nordamerika, genauso wie in Europa. Urwälder sind ursprünglich geblieben, weil sie niemals abgeholzt und kommerziell verwendet wurden. Sie sind Rückzugsgebiet für Flora und Fauna und Erhalt der Biodiversität. Wenn der Wald sich selbst überlassen, kann aus den gefallenen Stämmen bzw. aus dem Totholz wieder neues Leben entstehen. Für Wissenschaftler, zum Beispiel Biologen, Zoologen, aber auch Paläontologen und Historiker sowie Ethnologen sind die unberührten Naturwälder eine wertvolle Forschungsquelle. Man kennt auf dem Globus zwei Haupturwaldtypen, der kühle boreale Nadelwald an der Nordkugel und der ca. 30 Grad warme tropische Regenwald, der den Äquatorgürtel an der Erdkugel umschlingt. Winzige Reste an Urwald gibt es noch in Deutschland, zum Beispiel im Bayerischen Wald, ein Rückzugsgebiet für Luchse. In Nationalparks werden neue Urwaldareale in begrenztem Ausmaß laufend geschaffen. Der boreale Nadelwald, er erstreckt sich auf der Erdnordhalbkugel, Gebiete Eurasien, Nordamerika, Nordeuropa, Kanada, Alaska, das größte zusammenhängende Waldgebiet der Erde. Klima, kurze kühle Sommer und lange Winter. Im Schwerpunkt Nadelbäume, Fichten, Kiefern, Tannen und Lärchen. Tiere im Norden Europas, Elche, Bären, Vielfraß, Rentiere. In Sibirien der Tiger und der Schneeleopard. In Amerika unter anderem der Puma und der Waldbison in Kanada. Allerdings werden in den borealen Wäldern große Teile zur Holzgewinnung verwendet. Hier eines der schönsten Landschaftsgebiete in Kanada, im Jasper Nationalpark Alberta um Spirit Island. Den bezahlen wir auch ein bisschen.